Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem Video, zu diesem Vlog. Haben wir heute einiges zu tun? Ja. Ist einiges liegen geblieben? Ja. Geht es mir besser? Auf jeden Fall. Dementsprechend wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Genau. Und ich würde sagen, ich nehme euch heute mal mit, heute auf jeden Fall, denn also das Video wird nicht so wie das Vlog-Video von am Dienstag, denn es geht mir wirklich wieder besser. Und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video und wir machen uns jetzt fertig und gehen erstmal zur Oma. Wir gehen jetzt auch gleich los. Emily hat mega gute Laune. Ja, hast du gute Laune? Ja? Ja, momentan ist alles ja. Sie versteht mich nicht, aber egal was, ja. Vorher war es nein, 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 jetzt ist es ja. Ist schön, wenn sie auch verstehen würde, was ich von ihr möchte. Wie gesagt, ich ziehe mir jetzt noch die Jacke an, nehme mir den Schlüssel mit und dann geht's auch los. Und ja, dann... Dankeschön. Oh, jetzt hat sie mir hier dieses Böppelsding. Ich wollte es eigentlich nicht kaufen, aber irgendwie hat es ja jeder. Und dann habe ich gedacht, ich kaufe es mal und Emily findet es richtig geil. Ja, und jetzt gehen wir, wie gesagt, los. Und nachher dürfen wir dann so ein bisschen die Wohnung putzen. Und vielleicht komme ich noch zu meinem Pulli. Ich habe nämlich gestern angefangen zu nähen, aber... Das erzähle ich euch nachher nochmal. So, wir sind jetzt gerade zurück und ich dachte, ich schnapp mir jetzt einfach mal die Kamera und ja, bespreche mit euch jetzt gerade nochmal, wie es jetzt gleich weitergeht. Ja, genau, Mama redet wieder mit sich selbst. Noch versteht sie das ja nicht, warum ich da immer in die Kamera spreche. Und jetzt sieht sie mich ja noch. Hallo. Ja, also ich war ja gerade die Uroma abholen und es war echt schön und ich finde es so toll, wie klar sie einfach noch im Kopf ist und sich auch ja, ihrer bewusst ist einfach. Also sie hatte letztes Jahr ganz dolle mit Darmkrebs zu kämpfen und wurde deswegen dreimal operiert. Hat dann auch so einen künstlichen Darmausgang bekommen und. Jetzt ist aber wieder alles gut. Also es war so easy, die haben das so easy mit ihr durchziehen können, auch die OPs und so. Und sie hat halt gesagt, wenn sie so, also sie ist halt letztes Jahr dann in dieses Pflegeheim, weil sie eigentlich dachte, dann ist sie nicht mehr so alleine und ne. Hat da jetzt aber irgendwie nicht wirklich Anschluss, weil halt die meisten, die da einfach sind, nicht mehr so fit in der Birne sind, wie sie halt einfach. Und sie sagt halt auch, eigentlich hätte sie nie damit gerechnet, dass sie die OPs übersteht. Und ihr war das eigentlich auch bewusst. Und sie wollte diese OPs bewusst haben, weil sie dachte, mein Gott, wenn ich einfach bei der OP einschlafe und sterbe, dann ist das doch ein schöner Tod. Und ich finde das so schön eigentlich. Also ich sehe das halt genauso. Ich möchte nicht in einem Altersheim sterben müssen. Ich möchte auch ungern irgendwie plemplem. Sorry für das Wort jetzt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht böse. Das ist überhaupt nicht negativ gemeint. Aber ich möchte halt noch Herr meiner Sinne sein. Ich möchte mir noch selber das Bobbis hier abwischen können, wie man so schön sagt bei uns. Ja, ich möchte einfach in Würde gehen, was oft halt leider nicht möglich ist. Und das finde ich so schade. Und ich fand es einfach so schön, mal mit jemandem zu sprechen, der wirklich auch an dem Punkt ist, dass er sagt, es kann, also sie weiß, es kann jeden Tag morgen vorbei sein. Und sie sagt auch, ich hatte ein schönes, langes, erfülltes Leben, ein schwieriges Leben, ein oft sehr trauriges Leben, aber so ist das ja bei uns allen. Aber nichtsdestotrotz, ja, finde ich es einfach schön, dass sie sich dessen so bewusst ist und auch sagt, hey, am besten wäre es eigentlich, wenn ich morgen einschlafen würde oder heute Abend einschlafen würde und morgen einfach nicht mehr aufwachen würde. Und ja, so sehe ich es halt auch. Und ich fand das Gespräch einfach auch mal schön. Und mit ihr generell über das Thema Sterblichkeit und was sie so alles erlebt hat. Und sie hat mir dann auch noch mal ganz viele Tipps mitgegeben für mich und hat auch gesagt, du machst das schon ganz richtig, genieß das, was du hast. Denk nicht an das, was war, sondern geh einfach nach vorne. Und ja, wir hatten gerade einfach so ein richtig schönes Gespräch und es hat mir gut getan. Und ja, dementsprechend gehe ich jetzt voll und gut gestärkt und gut gelaunt an meine doch sehr, sehr lange To-Do-Liste, die ich jetzt mal wieder auf Papier aufgebracht habe, damit ich das ein bisschen besser sortiert bekomme und es besser sehen kann. Denn durch die letzten 2 Tage ist natürlich einiges liegen geblieben. Ihr seht es, da hinten ist schon mega Chaos.
Und ja, also Wohnzimmer ist ja noch das ordentlichste Zimmer, aber mein Schlafzimmer ist der absolute Saustall. Den zeige ich euch gleich auch ungefiltert, so wie er gerade aussieht. Denn das Schlafzimmer ist der Raum, wo aktuell einfach nur reingestellt wird. Es wird Wäsche gewaschen, ab ins Schlafzimmer. Es wird Wäsche aufgehangen, ab ins Schlafzimmer. Wäsche für Emily, ab ins Schlafzimmer. Es steht einfach immer alles rum. Mein Schminktisch sieht immer aus, als wäre da eine Bombe explodiert, weil die Pinsel überall rumliegen und die Tasche ausgeräumt ist und, weil ich manchmal einfach nicht dazu komme. Jetzt gerade die letzten 2 Tage halt eben bin ich überhaupt nicht dazu gekommen und habe auch großartig nichts gemacht, um mich halt zu schonen und auszuruhen und habe halt eher Wohnzimmer und Küche so meinen Fokus gelegt. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, lade ich jetzt noch schnell das YouTube-Video hoch. Das habe ich schon geschnitten, aber das ist halt noch nicht oben. Und bespreche gerade noch mit meiner Thumbnail-Fee mein Thumbnail, weil die mache ich nämlich nicht selber. An dieser Stelle muss ich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön raushauen. Das ist so eine Liebe und die macht mir die Thumbnails immer mit so viel Hingabe. Und ja, ich bin da sehr pingelig und sage immer, ja, ich will so und so. Und sie macht das immer für mich und ich bin da sehr, sehr dankbar für. Und dann würde ich sagen, schnappen wir uns einen Putzeimer, schnappen uns einen Sauger, schnappen uns alles Mögliche und dann machen wir erstmal den Saustall Schlafzimmer. Ganz ungefiltert, einfach wie Pflaster abziehen, zeige ich euch jetzt einfach mal, wie es bei mir hier aussieht, ohne Bett gemacht und so. Ja, also es ist wirklich Horror. Ich fühle mich auch gerade sowas von unwohl. Ihr seht, hier steht schon die Wäsche rum, die einfach nur weggeräumt werden muss. Genauso wie das da auf dem Wäscheständer, wo einfach irgendwie alles draufgeschmissen wurde. Der Schrank ist offen, da unten räumt mir die Kleine immer die Klamotten aus. Das muss ich mal sortieren. Die Pflanze braucht mit Sicherheit mal wieder Wasser. Ja, hier, hallo, liegt alles an Schminke rum und so. Hier muss unbedingt gesaugt werden, die Teppiche müssen ausgeklopft werden, das Bett muss gemacht werden. Ja, das Regal, da hinten sind die verlorenen Socken. Hallo Emily. Kennt ihr das? Ich habe hier immer Klamotten liegen, immer. Und denke dann jedes Mal, ach ja, die kann man noch anziehen. Und dann habe ich aber irgendwie doch Bock auf was anderes und hole mir dann was aus der Schublade. For a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't want to be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you. With you, I'm gonna. Now I'm on my way now.
ist natürlich so gekommen, wie es kommen musste. Schlafzimmer ist immer so eine Sache, weil ja, Emily da drin ja auch schläft. Dementsprechend kann ich da auch kein Fass aufmachen und mega putzen, wenn es schon so spät ist. Ich dachte jetzt, es wäre noch genug Zeit. Ich würde einiges schaffen. Aber dann hat es an der Tür geklingelt. Emily hat sich verletzt. Da musste Mama ganz dolle pusten. Dann haben wir irgendwie, wollte sie noch was Kleines essen. Und ja, so schlich sich Stunde um Stunde noch um. Und ja, dementsprechend habe ich jetzt nicht so viel geschafft, wie ich schaffen wollte und habe auch mit Kind gelernt, man sollte nichts anfangen, von dem man sich nicht sicher ist, ob man es beenden kann. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich geschafft habe und den Rest werde ich dann einfach morgen machen, weil ich habe draußen ja auch noch viel zu tun. So, ich zeige euch jetzt einmal, was ich geschafft habe. Tatsächlich nicht ganz so viel. Hier der Schminktisch ist aufgeräumt und ein bisschen abgewischt, damit er nicht mehr ganz so schlimm aussieht. Ja, ich habe es gerade mal geschafft, die Bettwäsche einmal wieder ordentlich rüberzuschmeißen. Die Wäschekörbe sind leer und das würde mir morgen meinen Alltag auf jeden Fall ein bisschen erleichtern. Im Allgemeinen sieht es jetzt aufgeräumter aus. Ich habe auch grob gesaugt, aber es ist halt nicht geputzt. Ich bin nicht dazu gekommen, denn es hat an der Tür geklingelt, wie ich eben schon gesagt habe. Und irgendwie war immer irgendwie was. Und ja, normalerweise hätte ich jetzt die Teppiche ordentlich abgesaugt, die dann rausgemacht aus dem Schlafzimmer, vielleicht auf den Balkon gestellt, damit die ein bisschen auslüften können. Und dann hätte ich hier Staub gewischt und wäre dann danach noch mit meinem Vorwerk hier durchmarschiert. Das werde ich dann morgen machen, weil ja, also Schlafzimmer ist sowieso immer so ein Etappenziel. Das mache ich meistens sowieso über 2 Tage, weil Emily ja dann auch später hier drin schläft und so. Und sie hat jetzt gerade schon angezeigt, dass sie so, ja, müde wird. Das heißt, ich werde gleich einen Grießbrei machen und werde euch da gleich mit in die Küche nehmen, denn ich habe draußen auf jeden Fall noch genug zu tun. Also es ist nicht so, dass jetzt die Arbeit zu Ende ist oder ich einfach aufhöre. Ich muss nur einfach beim Schlafzimmer immer so in Etappen arbeiten, weil wie gesagt, entweder sie macht hier Mittagsschlaf oder sie schläft hier abends oder Philipp schläft oder... Also Schlafzimmer ist immer so eine Sache für sich. Am besten ist es halt, es morgens zu machen, aber morgens habe ich meistens einfach auch andere Sachen zu tun. Und ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm. Es ist zumindest aufgeräumt, man kann wieder reingehen und sich wohlfühlen und putzen tue ich dann einfach morgen und dann ist es auch gut. Ich finde es nicht schlimm, wenn man etwas nicht komplett schafft. Genau. Man muss halt eben Prioritäten setzen. Priorität ist als Mutter eben das eigene Kind. Das ist einfach so. Und genau. Ja, du gehst gleich ins Bett. Du bist schon auf dem richtigen Weg. Super Sache das. Ja, und jetzt mache ich mal Grießbrei und dann hoffe ich, dass Emily gleich schläft und ich dann meine anderen Aufgaben erledigen kann. Ja, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Ne? Den Spruch kennen wir alle und seitdem ich Mutter bin, verstehe ich ihn noch mehr. Also irgendwie war es dann noch relativ turbulent mit Emily. Ja, sie war dann sehr, sehr schnell müde. Sie wollte ins Bett. Sie hat auch keinen Mittagsschlaf gemacht. Nichtsdestotrotz ist es ultra spät geworden, jetzt 20.34 Uhr, irgendwie wollte ich hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen und dann in die Küche gehen. Ja, und dann waren irgendwie schon wieder 2-3 Stunden um. Sie liegt jetzt seit 19.15 Uhr im Bett und ich habe keine Ahnung, wo meine anderthalb oder meine Stunde ungefähr hingekommen ist. Ich weiß es wirklich nicht. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich nicht alles geschafft habe, was ich schaffen wollte, habe ich jetzt noch 3 Punkte auf der Liste, die ich auf jeden Fall gerne machen möchte. Und zwar ist das einmal das Kochen. Und natürlich meinen Sport und, wenn ich es denn dann doch schaffe, meinen Pullover. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, in welcher Reihenfolge mache ich das? Ich werde jetzt mit dem Kochen anfangen. Will I cry? Will I leave behind? Broken and crumbled signs. Hiding all my roads to you. Uh-oh. And if I fight, will I come to life? Calling for all your light. Giving all my heart.
will stay to find every hidden sign. Taking all my roads to you. Uh-oh. And I will fight. I will come to life. Calling for all your lights. Giving my light back to you. Uh-oh. And I've been falling, I've been lost. And I've been calling on my ghost. I put it to rest because I'm coming home, coming home. So, und jetzt zeige ich euch nochmal ganz ehrlich mein aktuelles Chaos. Und ich finde das ehrlich gesagt auch gar nicht schlimm. Solange es mit ein paar Handgriffen, ich sag mal in so 15, 20 Minuten erledigt ist, finde ich es gar nicht so schlimm. Aber bei mir liegt auch überall alles rum, wie hier zum Beispiel. Da liegt was von Emily, hier liegt was von Emily. Da ist noch ein bisschen Dreck, deswegen steht der Staubsauger da, weil ich noch ein bisschen saugen möchte. Ja, da liegt was rum. Da liegt was rum, da steht noch was rum. Ja, also ihr seht, es ist irgendwie nicht richtig krass schlimm, aber es sieht halt schon unordentlich aus. Aber also selbst wenn ich es den Tag über nicht schaffe, also so gehe ich auf jeden Fall nicht ins Bett. Ich mag es, wenn es abends dann ordentlich ist, damit ich morgens nicht in eine unaufgeräumte Wohnung komme und schon mit schlechter Laune starte. Aber über den Tag hinweg, ja, sieht es einfach irgendwann so aus. Das ist mein Nähplatz und da setze ich mich jetzt gleich dran, denn ich möchte ja meinen Pulli noch fertig nähen oder anfangen zu nähen. Ja, ich sitze gerade hier und nähe hier an meinem Pulli. Ich hatte euch auf Instagram ja gefragt, was ihr denkt, welche Pulli-Variante es werden wird. Und es wird die Pulli-Variante mit Kragen. Und habe jetzt auch schon meinen ersten Ärmel hier angenäht und bin so ultra stolz und will den zweiten annähen. Schmutz. Ehrlich jetzt, ey, ich ärgere mich gerade so krass. Ich habe das nicht gesehen beim Zuschnitt. Ich weiß nicht, warum da ein Loch drin ist. Keine Ahnung, einfach super nervig. Und jetzt muss ich den Stoff nochmal rausholen. Und das sind irgendwie 2 Meter Dichte von dem Stoff habe. Muss das nochmal extra zuschneiden. Und oh, ätzend. Ich will jetzt gerade einfach nur nähen und habe Bock, das fertig zu machen. Und ja. Ja. Ich habe mich verloren und zwar im Nähen. Ich bin total im Fieber, habe jetzt dann gedacht, ich mache noch schnell, ich mache noch hier. Wäre jetzt eigentlich fertig geworden, habe aber einen Fehler gemacht beim Zusammennähen am Kragen und muss den jetzt nochmal auftrennen und habe dann festgestellt, wir haben einfach 1:43 Uhr. Gott. So, das Ding ist, ich habe noch keinen Sport gemacht und da man sein Wort halten muss und ich gesagt habe, ich mache heute wieder Sport, eigentlich, ja, naja gut, ich mache heute dann doppelt, aber bevor ich ins Bett gehe, zählt ja noch als heute, also als gestern, ihr versteht, was ich meine, werde ich jetzt auf jeden Fall noch die 10 Minuten Sport machen, denn wie gesagt, was ich versprochen habe, mache ich auch und dann dusche ich mich noch einmal schnell ab und gehe dann auch ins Bett und habe jetzt beschlossen, ich werde das Video einfach morgen ein bisschen weiterführen, weil ich ja einiges auch nicht geschafft habe. Und ja, vermutlich wird das Video dann nicht am Donnerstag wie geplant online kommen, sondern dann Freitag. Aber dann kann ich euch noch ein bisschen mitnehmen und habe vielleicht auch das Erfolgserlebnis, die Wohnung komplett zu haben. Habe vielleicht auch das Nähgut dann auch fertig. Und ich glaube, das bringt euch auch ein bisschen mehr, motiviert euch vielleicht auch zum Hausputz, Wohnungsputz, wie auch immer. Ja, und jetzt ziehe ich erstmal den Sport durch. I've been
trying my best for a while, trying to please everyone who's around me. I've been putting on my fake smile, even though I'm wasting time. I don't wanna be trapped in a box, trying to be like the rest when I'm not. I just wanna go my own way, gonna let the past burn down. Cause honestly, don't wanna be stuck in boring conversations with you, with you. I'm gonna leave it all behind, find myself, I'm gonna start over new. Eigentlich sollte dieses Video ein Vlog werden und eigentlich sollte dieses Video genau einen Tag lang sein und eigentlich wollte ich euch vorgestern mitnehmen und eigentlich habe ich das dann auf gestern noch ausgeweitet und wollte das dann schneiden und hochladen und eigentlich haben wir jetzt schon Freitag 22.19 Uhr. Ihr merkt also, dieses Video besteht aus sehr, sehr vielen Eigentlichs und darüber wollen wir einfach jetzt mal kurz sprechen. Ich habe mir jetzt lange überlegt, okay, was zeige ich euch noch? Habe euch noch die Küche und alles Mögliche gezeigt. Schlafzimmer ist zwar auch geputzt und auch hier Wohnzimmer, aber davon habe ich jetzt noch kein Video gemacht, weil die Kleine jetzt schläft und irgendwie war diese Woche verflucht. Ich sage euch, diese Woche war verflucht. Und auch wenn ihr jetzt in dem Kameraausschnitt nur mich seht und denkt, oh, hier ist alles so schön und aufgeräumt und so, man sieht immer nur das, was man gezeigt bekommt und links und rechts nicht. Und ich möchte halt keine von diesen YouTubern sein, die euch immer nur so Ausschnitte zeigen, sondern ich möchte auch generell mit euch über die Pannen und Pleiten und den Pech in meinem Leben sprechen. Und das wird so ein Video. Also die Woche fing ja schon verhext an damit, dass am Montag mein Zahn gezogen wurde, ich natürlich meine 28-Tage-Challenge gestartet habe, voll motiviert und dann erstmal Dienstag aussetzen musste, weil es mal wirklich nicht gut ging. Ich dann Mittwoch aber gestartet habe und bis jetzt auch jeden Abend Sport gemacht habe, Muskelkater habe ohne Ende, es mir trotzdem gut geht. Ich seit Montag nichts Süßes zu mir genommen habe, das werden wir auf jeden Fall morgen in dem Wiege-Update nochmal thematisieren. Ich habe schon überlegt, ob ich es heute reinnehmen soll und dann einfach so ein komplettes Video hochladen soll, aber ich habe mich natürlich jetzt noch nicht gewogen. Also da hätte ich müssen dann auch heute Morgen dran denken. Aber wie gesagt, eigentlich war ja auch alles anders geplant, denn mittwochs ist Vlog- und Sportmotivationstag und ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen, wollte euch einfach so ein bisschen in meinem Alltag mitnehmen und dann ging es Emily nicht gut. Okay, kein Problem, da wollte ich nicht unbedingt vloggen. Ich glaube, jeder kann das verstehen, dass ich da nicht eine Kamera aufstelle, wenn es meinem Kind nicht gut geht. Wir haben zwar ein bisschen was geschafft bekommen, bei weitem nicht das, was ich auf der To-Do-Liste hatte, bei weitem nicht das, was ich eigentlich schaffen und machen wollte, was ich euch zeigen wollte, wo ich euch mitnehmen wollte. Denn ihr ging es wirklich nicht gut, ich habe mich um sie gekümmert, ich habe ein bisschen was gemacht, ihr habt es ja gesehen gerade eben in dem Video, ich habe euch alles zusammengeschnitten und natürlich kommt jetzt schon mein Mann nach Hause, während ich das Video am Drehen bin. Also die Woche ist wirklich ganz, ganz, ganz furchtbar und verflucht. Dienstags, wie gesagt, ging es mir dann nicht gut. Hallo Philipp. Mittwochs ging es mir schon besser. Und wie gesagt, da war ja dann Vlog- und Motivationstag angesagt. Und dann war ich hier am Ausräumen und am Machen und am Tun. Und dann ist mein Staubsauger kaputt gegangen. Ach nee, das war Donnerstag. Ich vergaß. Das war Donnerstag. Nachdem ich dann mittwochs halt eben nichts machen konnte, genau so war es. Entschuldigung, ich bin schon ganz durcheinander. Weil einfach die aufeinanderfolgende Kette von wirklich echt nervigen Ereignissen verwirrend ist. Also ihr müsst euch vorstellen, mittwochs, wie gesagt, wollte ich Gas geben, Vlog drehen, Sport machen und. Habe auch meinen Sport gemacht, aber halt nichts aufgenommen. Habe dann gedacht, okay, kein Problem, dann ziehe ich einfach Donnerstag durch, nehme euch mit. Emily ging es morgens immer noch nicht so gut, habe es dann so ein bisschen auf später geschoben, war dann auch kein Problem für mich. Ne? Also es ist mir egal, ob ich um 1 Uhr putze oder um 5 Uhr oder um, weiß nicht, 10. Fange mit dem Schlafzimmer an, räume da soweit alles raus, mache den Staubsauger an und mein neuer Vorwerk, der noch keinen Monat alt ist, macht ein Geräusch, das ich gedacht habe, mir sprengt es das Trommelfell weg. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann habe ich einfach nur gedacht, oh mein Gott, ich will... Also ich wollte einfach nur umfallen so in dem Moment oder in so ein Loch verschwinden oder keine Ahnung. Es war super ätzend. Auf jeden Fall Staubsauger, laute Geräusche. Ich habe ihn dann mal besser ausgemacht. Der hat zwar keine Warnsignale angezeigt, irgendwie rotes Leuchten oder so. Wir haben dann den Staubsaugerbeutel getauscht, aber das hat alles nichts geholfen. Also war dann halt auch nichts mit besser wischen. Und ich hatte so diesen Satz von meiner Vorwerkvertreterin im Ohr,
Wenn Sie den Besserwischer von Vorwerk haben, werden Sie nie wieder normal saugen und wischen. Als ich mir dann meinen Eimer mit 3 Liter Wasser und meinen Feudel, also meinen Wischer da halt von der Stange genommen habe und ins Schlafzimmer ging, habe ich nur so ein bisschen sarkastisch grinsen müssen. Und während ich das tat, gab es ein ganz lautes, komisches Geräusch und der Eimer fiel mir auch einfach aus der Hand. Und ja, alles ist auf den Boden geschwommen, das ganze Wasser. Und ich hatte eine Riesenpfütze, da war mir der Henkel vom Eimer abgerissen. Ja, und jetzt könnt ihr dreimal raten, wer da direkt durchgelatscht ist. Direkt instant durchgelatscht und fand es voll witzig. Natürlich, meine süße kleine Prinzessin. Also richtig Spaß, gut, ich wollte sie eh baden, also habe ich sie dann auch noch in die Badewanne gesteckt und da sind wir auch immer eine halbe Stunde beschäftigt, weil sie so gern badet und das ist auch cool und ich möchte ihr das auch nicht nehmen. Ich bin froh, dass sie so gerne badet und es mit sich machen lässt und will auch, dass sie damit immer Freude und Spaß verbindet. Aber auch dieser Tag zog sich einfach so extrem dahin und ja, dann wollte ich euch eigentlich heute mitnehmen, aber es hat sich so viel aufgeschaut die Woche. Es war einfach so extrem viel los. Ich habe abends noch genäht, das wollte ich euch noch zeigen, für alle, die mir nämlich nicht auf Instagram folgen, weil ihr auch schon gefragt hattet. Also das ist Pulli Nummero 1. Ich blende euch gleich mal ein Bild von meiner Tochter ein, wie sie ihn trägt. Und Pulli Nummero 2 und ich bin echt froh, dass ich mit dem Nähen angefangen habe, denn das bringt mich dezent runter. Also das entspannt ja sowas von extrem. Das hat Suchtpotenzial. Ich liebe es. Ja, und dadurch, dass sich halt einfach alles aufgestaut hat und einfach ja, so viel noch zu tun war, habe ich heute einfach mal Gas gegeben und habe, wie ihr seht, alles geputzt, alles sauber gemacht, alles geordnet und bin einfach mega happy. Habe zwar jetzt immer noch so ein paar Aufgaben, die sich aufgestaut haben, die werde ich jetzt aber so nach und nach abarbeiten. Aber ich bin zumindest safe fürs Wochenende und kann am Wochenende einfach ein bisschen Spaß haben. Kann für euch hoffentlich in Ruhe den, das Wiege-Update, ich wollte gerade schon den Foodhall abdrehen sagen. Das Wiege-Update abdrehen. Kann ich morgen vielleicht noch ein bisschen mit in den Stoffladen nehmen und ja. Ja. Ich bin also guter Dinge, dass ich morgen einfach für euch das Wiege-Update drehen kann, dass ich euch ein bisschen mitnehmen kann, denn morgen geht es auf jeden Fall nochmal in den Stoffladen und nochmal in meinen kleinen Stoffladen, in den ich immer gerne gehe. Also ich werde 2 Stoffläden besuchen, hätte man auch einfach direkt sagen können. Mach's doch nicht so kompliziert. Ja, ich bin noch ein bisschen aufgedreht gerade oder aufgekratzt, denn ich war gerade live auf Instagram und es hat mir super viel Spaß gemacht, mich einfach mal persönlich auszutauschen mit euch. Es war richtig, richtig toll, das werde ich jetzt auf jeden Fall öfter machen. Vermutlich immer freitags, vermutlich variierend einfach von den Zeiten her, je nachdem, was für Schichten mein Mann hat und je nachdem, worauf wir Bock haben. Also ich habe Bock, mit euch mal live zu kochen, weil ich halt nicht weiß, ob ich das so in so einem Video so perfekt hinbekomme, weil ich dann eben auch noch andere Stative kaufen müsste und. Ich aber einfach Bock habe, das mit euch zu machen und wir dann auch so ein bisschen quatschen könnten über Rezepte. Also falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt und darauf Bock habt, dann gerne einmal unten auf den Link klicken. Und ja, also ich hoffe, eure Woche war besser als meine. Denn meine war schmerzhaft, chaotisch, durcheinander, nervenaufreibend und zum Davonlaufen. Und nass vor allem. Sehr, sehr nass. Und ärgerlich, weil mein Vorwerkstaub sogar schon kaputt ist. Also das macht mich wirklich, das ist einfach, ja, dass ich wieder das Montagsgerät erwische, das macht mich einfach wütend. Einfach richtig, richtig wütend. Gut, man kann nichts dran ändern, das dauert jetzt 2-3 Wochen, also wische ich dann wieder auf klassische, altmodische Weise mit meinem schönen, tollen Feudel und dann ist auch gut. Wir haben ihn ja immerhin noch. Dementsprechend, ihr hört es, die Kleine ist, glaube ich, am Wachwerden. Die hat irgendwie so momentan viel mit dem Thema Nachtschreck zu tun und mit dem Thema Zähne sowieso die ganze Zeit. Das wäre es jetzt von mir. Ich hoffe, dass euch das Video trotzdem gefallen hat, auch wenn es ein bisschen chaotic ist oder war. Und bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüssi. Bis zum nächsten Video.